Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen in unserer Backstube Las Palomas. Und heute habe ich Verstärkung, meinen Kollegen Ulrich Klein, oder Freund kann man auch sagen, guter Freund. Wir kennen uns seit gut 40 Jahren aus dem gemeinsamen Studium in Berlin und haben uns auch die Jahre über eigentlich nie verloren. Wir sind beide eigentlich der Bäckerbranche immer treu geblieben, wie man so schön sagt. Ein bisschen in unterschiedliche Funktionen, aber das kann ich ja vielleicht nachher noch ganz kurz sagen. Ich habe natürlich die Gunst der Stunde genutzt, weil wenn ich hier einen Urschwaben sozusagen habe, Württemberger, dann habe ich gedacht, dann mache ich mit ihm heute mal zusammen Seelen. Weil ein schwäbischer Bäcker muss mindestens zwei Sachen richtig gut können. Das ist zum ersten Mal, er muss eine gescheite Laugebrezel machen können, muss Brezel schlingen können. Das ist das Wichtigste beim schwäbischen Bäcker. Und das Zweitwichtigste, würde ich behaupten, ist die Seele. Die Seele ist eine Allgäuer Spezialität, aber in Baden-Württemberg relativ weit verbreitet. Ein sehr weiches Gebäck und ist eigentlich das traditionellste Gebäck, was man aus Dinkelmehl machen kann. Also der Seele haben wir im Grunde genommen zu verdanken, dass es Dinkel überhaupt irgendwann noch gegeben hat, weil die schwäbischen Bäcker, gerade die Allgäuer, brauchten eben einen Teig, einen weichen Teig, weil die Seele ist ja sehr, oder der Dinkel, Entschuldigung, der Dinkel ist ja ein Mehl, was ja sehr fließende Kleber hat, gerade die alten Dinkel von damals. Und da war es ideal, eben solche Teige zu machen, die man über Nacht in die Kühlung gelegt hat, am nächsten Tag aufgearbeitet hat. Und das probieren wir, ein bisschen abgeändert, zum Teig sagen wir gleich dann noch mehr, aber vielleicht kann sich gerade auch der Kollege Ulrich Klein kurz vorstellen und dann geht's los. Ja, vielen Dank, Horst. Wir kennen uns wirklich jetzt seit über 40 Jahren und im Rahmen meiner Ausbildung, ich bin in der Bäckerei groß geworden, bin in der Bäckerei geboren, buchstäblich seit Generationen in einer kleinen Bäckerei in Württemberg, eigentlich im württembergischen Unterland, und hatte im Rahmen meiner nach der Ausbildung einfach eine Gesellenzeit in Memmingen im Allgäu. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich das Seelenmachen kennengelernt. Das ist jetzt 45 Jahre her. Ja? Und das Horst mich heute Morgen angesprochen und hat gesagt, komm, lass uns doch zusammen Seelen machen. Ich sage, jo, das machen wir jetzt. Und ich freue mich wirklich, Horst, mit dir das machen zu dürfen. Und ich bin einfach gespannt, was dabei rauskommt. Und ich bin überzeugt, dass wir da eine super Qualität hinkriegen. Jo. Bitteschön. Gut, dann geht es jetzt mit dem Teig mehr oder weniger los. Wie gesagt, dass ein Seeleteig ein weicher Teig sein soll, wurde eben ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir streben eine Teigausbeute von ca. 180 an. Da müssen wir schauen, was von Mehlqualität her an Wasser da reingeht. Und bei der Seele gibt es ja eine spezielle Aufarbeitungstechnik. Und deswegen ist mir gerade der Kollege Ulrich so wichtig heute, weil er hat das eben von der Pike auf gelernt, von Hand die Teige vom Tisch abzuziehen, Spannung drauf zu bringen, dann geht die direkt aufs Blech und wird mehr oder weniger gleich auch dann in den Ofen geschoben, wird in der Regel mit Kümmel und Salz abgestreut. Das kommt aber alles später noch. Wir zeigen euch aber eine Technologie, die Ulrich mal entwickelt hat, für die Bäcker, die eben nicht aus Baden-Württemberg sind. Wir machen das nämlich dann beim späteren Zeigen, beim Aufarbeiten in Strängen, aber das werdet ihr dann sehen, sodass also auch jeder nicht-schwäbische Bäcker durchaus sowas machen kann. Und der Teig, der wird auch so gestaltet, dass auch die größeren Bäcker, die vielleicht hier auch bei uns mal hoffentlich zuschauen, das auch über Anlage machen können. Also eine Rayon-Anlage zum Beispiel kann so ein Teig auch wiegen und der wird dann auch praktisch direkt, nachdem er über die Guillotine abgeschnitten ist, werden die längs auf Bleche gesetzt und dann auch gleich abgebacken. Ist eine tolle Sache. Oder wer im Laden backen möchte, der kann die Stränge natürlich in seine Läden reingeben morgens in die Kühlung. Und der Verkäufer oder die im Laden backen, die nehmen die Stränge raus, haben da ihren kleinen Arbeitstisch und machen eben von Hand praktisch, stechen die ab. Und können dann im Laden auch den ganzen Tag Seelen backen. Das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte. Wie gesagt, in Baden-Württemberg sieht man das oft, im Rest von Deutschland eher weniger. Aber vielleicht findet ja der ein oder andere an euch daran gefallen, wenn er das heute mal gesehen hat. Was brauchen wir? Im Grunde genommen, wie immer, natürlich unseren Vorteig. Wir haben hier einen Dinkel-Vorteig mit Hefe. Also der hat
wenn man reinriecht, ein ganz tolles Aroma, hat natürlich einen super guten Stand und der bringt uns halt auch natürlich viel Verquillung, Abbau und Bekömmlichkeit in das, was wir brauchen in unserer Seele. Also der kommt dann gleich als vorneweg in den Teig. Rezeptmenge, die ihr immer verlinkt habt in eurem Rezept, also basierend auf 10 Kilo und das ist ungefähr ein gutes Drittel dieser Menge. Das ist alles gerade so genau umgerechnet und das fangen wir jetzt damit an. Also ihr seht, der Fermentteig, wie schön zäh, plastisch, der hier in den Kessel marschiert. Die Wassermenge ist jetzt so eingestellt, dass wir so knapp auf eine TA 178, knapp 180 kommen. Ich schütte auch nicht alles gleich rein. Wir gucken uns nachher den Teig eigentlich an. Dann wie immer hier unser Biosphärenmehl von der Schwäbische Alb. Schönes Dingel 630er Mehl. Mehr oder weniger die Hauptzutat. Hier machen wir jetzt so einen kleinen Schritt, was üblicherweise der ein oder andere Allgäuer wird sich vielleicht abwenden und das sieht, aber wir machen hier 3% Olivenöl mit rein, weil wir haben später noch mehr vor. Wir wollen so ein bisschen auch eine mediterrane Richtung mal zeigen, die man mit einbauen kann. Und das kommt dann später. Wir machen so eine Unterknettechnik. Es gibt eine Variante mit Oliven, es gibt eine Variante mit Speck. Es gibt eine Müsli-Variante mit Haselnüssen gerösteten und Rosinen. Und es gibt eine Variante mit Zwiebeln, die wir später noch schön in einem Gouda-Käse rollen. Also hier ist unsere Ölmenge. Das wäre jetzt in der 100% originalen Allgäuer Seele nicht drin. Dann habe ich heute wieder ordentliches Vollkornmehl. Gott sei Dank wieder bei Mercadona gefunden. Das ist jetzt von der Friesinger Mühle wieder aus Deutschland. Das wird von Mercadona hier in Spanien gehandelt. Und das ist jetzt wieder, beim letzten Mal hatte ich ja leider ein bisschen hellere Variante. Und das hier ist jetzt wieder ein schönes Vollkornmehl, wie es sein soll. Da sind 10% Vollkornanteil, mache ich immer ganz gerne rein, weil das halt auch von der Wasseraufnahme uns immer ein bisschen mehr hilft, weil Vollkorn zieht halt auch ein bisschen mehr Wasser im Teig. Und ist auch ohne weiteres eine Art Aromakomponente für mich. Dann haben wir hier ein Hochproteinmehl mal wieder. Das ist hergestellt von der Waldermühle in Böhl-Ügelheim. Das kommt aus Rheinland-Pfalz. Kaufen könnt ihr es entweder direkt bei der Waldermühle, aber auch Deflan-Backtechnik in Hadamar mittlerweile hat es, glaube ich, auch gelistet. So, dann haben wir wieder unser Extrudat, auch schon mehrfach erklärt. Ist im Grunde genommen ein extrudiertes, also mit hohem Druck gepresstes Mehl. Da wird vorher eine Mehlwassersuspension gemacht. Und im Grunde genommen ist es einfach vorverkleistertes Mehl, was kalt Wasser bindet, hat viele Vorteile. Es macht uns die Teige stabiler. Gerade bei der Seele sind wir da auch ein bisschen angewiesen, dass sie nicht ganz so breit laufen. Die richtige gute Frischhaltung, die machen wir wie immer mit unseren Pflanzenfasern. Also hier wieder Dinkel-Aleuron-Mehl mit fein gemahlenen Flohsamenschalen, die nennt man ja im allgemeinen Sprachgebrauch halt Psyllium. Das ist eine hohe Reinheit, mikrofein gemahlen und hat die Neigung, ein Zigfaches an Eigengewicht an Wasser zu binden. Also hier machen wir die kalte Wasserbindung im Teig und das bringt uns später diese schöne, feuchte, fluffige Krume, die wir so gerne haben und die wir beim Dinkel brauchen. Und deswegen immer mit dem Rohstoff können wir das auf rein pflanzlicher Basis tun. Hat keine E-Nummer, nichts. Es ist praktisch ein Lebensmittel. Es ist ein reiner, löslicher Ballaststoff, der als Nebeneffekt natürlich auch für die Verdauung sehr von Vorteil ist. Also von daher nur Vorteile, wenn ihr bei Google mal das eingibt, Flohsamenschalen, dann werdet ihr eigentlich nur mal Positives lesen, was das Produkt alles kann. Ja. So, dann habe ich hier noch in dem Fall bei Brötchen und so, nein, mache ich immer ganz gerne so ein bisschen ein, ja, ich muss es Backmittel nennen, weil es eigentlich eins ist, aber es ist nichts anderes wie etwas Ascorbinsäure und Amylase-Enzyme auf ein Dinkelmehl gemischt, nicht weniger und nicht mehr. Als minimale Zutat im Endprodukt für den Handwerksbäcker muss es nicht deklariert werden. Also die Deklaration im gebackenen Gebäck ist Dinkelmehl. So, dann haben wir noch unser Salz. Wie immer wieder auf 1,3% berechnet auf Masse und dann Hefe. Das ist auf Mehl berechnet 0,8. Wenn ich die Hefe aus dem Vorteig auch noch mit zuzähle, dann sind wir so bei knapp ungefähr 1% Hefe auf Gesamtmehl. Ja,
Und nun sind wir mit unseren Zutaten fertig. Waren ein paar mehr heute wiederum, aber wir machen auch einen anspruchsvollen Teig, von dem wir heute viel erwarten. Ich hoffe, dass wir auch liefern können. Und jetzt fangen wir an zu kneten. Die Teigtemperatur, die brauche ich glaube nicht mehr viel zu erklären. Wir sind standardmäßig immer irgendwo bei plus minus 24 Grad. Und die Knetung von reinen Dinkelteigen, meine Empfehlung immer irgendwo zwischen 12 und 14 Minuten, erster Gang. Und so ein Seelenteig, wenn der sehr weich ist, dann nimmt er eigentlich weniger Energie auf. Dann kann es durchaus sein, dass wir nochmal jetzt gleich nachregulieren, das sage ich dann später, dass wir vielleicht auch 17, 18 Minuten kneten. Das sehen wir dann, wie der Teig sich entwickelt. So, unsere 14 Minuten sind jetzt gut vorbei. Und Maschine schalte ich jetzt aus und der Teig sieht gut aus und wir machen jetzt dann gleich so eine Art Unterknetmethode, aber das erklären wir dann nochmal. Ulrich holt den Teig raus und ich fange gleich an, dann den teile mal auf 5 Portionen a 1,5 Kilo und haben hier einiges vorbereitet, das wir dann unterkneten. Und was meinst du zum Teig, Ulrich? Sehr gut. Sehr gut. Falter? Ja. Ja, schön fluffig. Wirklich wolliger, schön zäh. Sieht gut aus, ja. Da könnte was draus werden. So, zweite Portion. So, also das sind so ungefähr knappe 1,5 Kilo. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe hier auf Teig gerechnet 20% schöne Oliven, also die schwarzen Oliven nehme ich ganz gerne, weil die mehr Aroma haben und die sind so ein bisschen mit einem sehr guten Olivenöl und mit Kräuter der Provence und ein bisschen Oregano einfach so ein bisschen abgewürzt und dann halt, wir haben hier ein tolles Öl direkt aus unserer Nachbarschaft und das wird jetzt einfach nur auch wieder im ersten Gang einfach nur in den Teig reingezogen, schön langsam, bis alles homogen ist und dann gehen die Teige anschließend so eine gute Stunde alle in die Teigruhe und dann kommt das Interessante, dann wird Ulrich euch zeigen mal, wie das so einmal von Hand gemacht wird und wir zeigen euch auch diese rationellere Methode über so eine geformte Teigstange sozusagen. Also so weiche Teige, ich habe es auch schon öfter erklärt und Ulrich ist auch ein Verfechter des mehlfreien Arbeites im Bereich Verwiegung, weil es einfach bei so weichen Teigen angenehmer ist. Und ja, der sieht gut aus. Oliven alle rausnehmen. Genau. Unsere nächste Variante wird dann sein, so eine Speck-Variante. Das ist halt jetzt hier ein spanischer Speck, den ich fertig gekauft habe. Der schmeckt ganz gut, den verwende ich auch ganz gerne immer auf Flammkuchen. Hat schönes Aroma, so ein Räucheraroma. Und hat natürlich auch Fett, klar. Aber das bringt nun mal auch ein bisschen Geschmack damit rein. Und das sind auch wieder 20% auf Teig. Da darf jetzt nichts im Kessel zurückbleiben, weil unsere nächste Variante ist dann die Müsli-Variante. Da haben wir dann hier geröstete Haselnüsse, die kann ich hier fertig kaufen. Die Spanier essen sowas gerne, so aus der Hand als Snack. Und halt einfach Rosinen. Und hier ist die Menge 15% Rosinen und 15% ganze Haselnüsse. Die habe ich ungefähr vorher eine Stunde in reichlich Wasser eingeweicht, damit sie sich schön vollsaugen können. Und dann aber wieder eine Stunde abtropfen lassen. Ja, das ist jetzt, damit eben unser Teig sich nicht so stark verändert, weil jetzt sind die gesättigt und nehmen kein Wasser mehr aus dem Teig raus. Also das wäre wichtig, dass man die vorher gut wässert und dann aber wieder abtropfen lässt, damit er auch den Teig dann nicht zu weich macht. So, der auch fertig. So, einen Teig nehme ich schon mal weg. Das wird dann der originale Allgäuer Seelen werden. Da kommt nichts rein. Die werden dann praktisch und die wird dann Ulrich nachher auch von Hand mal so ein bisschen abziehen, damit das auch mal jemand wieder so ein bisschen sehen kann. Und die werden traditionell eigentlich mit Kümmel und Salz abgestreut
Oder ich nehme auch ganz gerne Sesam, weil es mag natürlich auch nicht jeder Kümmel. Ne? Den mache ich noch immer hier schon auch weg. Dann ist der auch schon versorgt. Jetzt gibt noch mal die jetzt kommen Nüsse. Die letzte Variante wird sein, die Zwiebelvariante. Das ist dann dieser noch letzte Teil. Das ist jetzt 1:1 Röstzwiebel und ein Teil Wasser. Da habe ich auch 15% auf Teig vorgesehen. Und die Röstzwiebel haben sich jetzt schön vollgesaugt mit dem Rest Wasser, damit wir auch hier wieder den Teig neutral lassen, weder fester noch weicher machen. Gut aus. Ja, die Nüsse bleiben schön dran. Also so Müslibrötchen, das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe das früher hier, ich war ja mal hier auch mit eigener Bäckerei selbstständig auf der Insel und habe die früher gemacht. Das war unser bester A-Artikel, den wir hatten. Und, und die leben davon, dass halt reichlich Nuss- und Rosinenanteil da drin ist. Und das ist ein Brötchen, das kann man einfach so essen. Und wir machen das jetzt mal in Kombination als Sehne. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Gebäck wird. Und da nur ein bisschen Butter drauf, dann das schmeckt fantastisch. Also ich bin jetzt schon des Lobes voll im Vorfeld. Ich hoffe, dass wir auch liefern können, wenn wir die Sachen dann aus dem Ofen holen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Und wie immer, nicht in die laufende Maschine greifen. Das kennen wir alles. Hier haben wir ja einen Sicherheitsbeauftragten, der... Ja, den wir aber missachten, weil wir wollen ja den Teig auch zeigen, das macht ja hier unsere GoPro. Und wenn wir jetzt den Schutz drauf hätten, dann könnten wir nicht filmen. Also wir haben hier schon eine Aroma-Explosion entwickelt hier, allein schon, naja, die jetzt schon beim Teig machen. Ja, die riechen natürlich immer sehr gut. Wir sind noch gar nicht beim Backen und haben schon alle Aromen, die ich so vorstellen kann. Jetzt lassen wir das. Die Teige sind fertig, da kommt noch ein Deckel drauf. Also, wir haben jetzt hier unsere 5 Teige bereitstehen. Jetzt machen wir eine Pause. Gute Stunde, wir schauen uns an, wie der Teig sich entwickelt. Unsere gut einstündige Teigruhe ist beendet. Und jetzt kommen wir mal eigentlich zu den Techniken mit der Aufarbeitung. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die wir euch dann jetzt gleich zeigen werden. Wir können mal kurz einen Blick auf die Teige werfen. Das ist jetzt der originale Teig, der eben einfach nur Teig ist, wo wir nichts eingeknetet haben. Den bearbeiten wir nicht. Den wird Ulrich morgen für euch mit den Händen abziehen, wie es klassischerweise gemacht wird. Aber wie gesagt, von nicht allzu vielen beherrscht wird, weil da muss man beim Abziehen eine gewisse Spannung auf den Teig bringen. Aber ich denke, Ulrich wird das morgen ganz gut erklären können und zeigen können, wer es dann nachmachen will. Es ist jetzt nicht furchtbar schwierig, aber man muss ein bisschen üben. Der geht jetzt nachher mit den anderen zusammen in die Kühlung. Die werden über Nacht jetzt in der Kühlung liegen für 12, 13, 14 Stunden. Jetzt gehe ich mal zu den anderen Teigen rüber. Hier haben wir, fangen wir jetzt gleich mal an. Das ist jetzt der Müsli-Teig, den wir gemacht haben. Also das sind jetzt 15% Rosinen, 15% Haselnüsse geröstet mit drin. Und da machen wir jetzt die Technik, die Ulrich mal entwickelt hat. Und da wird einfach aus dem Teig jetzt eine Rolle geformt. Also entwickelt habe ich das nicht, sondern das habe ich in Memmingen kennengelernt. Da hatten die ihre Dinkelteige, das waren also wirklich, oder Seelenteige, das waren so 10 Kilo Teig und die wurden auf 2 Meter lange Bretter so buchstäblich aufgezogen. Einfach lang gemacht, so wie jetzt hier. Das passt schon gut. Das passt schon. Ja, und die Rolle kommt jetzt einfach hier in dieses gemählte Tuch rein. Die kommt jetzt da drauf. So. So, und dann kann man das Ganze kann man jetzt noch ähnlich wie wenn man Baguette einzieht, so seitlich einzieht. Das haben wir uns jetzt einfach mal überlegt, dass das so gut funktioniert. So, jetzt hat der Teig eine kleine Abstützung, so ein bisschen nach links und nach rechts. Das Ganze decken wir jetzt. Ich gerade noch ein klein bisschen Mehl. Ja. Das mal so oben drauf.
Sehr gut. So. Und das Ganze machen wir jetzt ein bisschen zu, damit es uns nicht antrocknet. So, und der geht jetzt nach ungefähr einer Viertelstunde so in die Kühlung bis morgen. Und dann wird morgen mit einer, einfach nur mit, wie eine Guillotine, unsere Seelen abgeschnitten. Ja. So, man kann natürlich auch einfach nur ein Tuch oben abdecken, es muss nicht Plastik sein, aber. Schöne Teige, schön, sehen zwar sehr feucht aus und sehr klebrig, aber sind wunderbar elastisch. Und vielleicht noch ganz kurz was zu der Wassermenge. Also ich habe die volle Wassermenge reingeschüttet und wir haben ja noch 3% Öl im Teig und dann sind wir so knapp so bei einer 179er Teigausbeute. Und gerade weil wir machen natürlich jetzt über Nacht den Teig, dann brauchen wir eine kleine Stabilität. Sonst hätten wir morgen, wären sie wahrscheinlich zu breit gelaufen, wenn wir jetzt noch mehr Wasser geschüttet hätten. So, unsere Teige sind mehr oder weniger jetzt vorbereitet für morgen. Die gehen jetzt in die Kühlung. Die Kühlung ist eingestellt so im Bereich so 2-3 Grad, das reicht. Und dann werden wir morgen schauen und morgen aufarbeiten. Mit unseren Teigen sind wir jetzt, ja, man kann sagen, einen großen Schritt weiter. Das sind die Stränge. Die waren jetzt über Nacht in der Kühlung. Wir gucken gerade mal, wir sind jetzt 18, 14. Also die waren jetzt 14 Stunden in der Kühlung gelegen, bei etwa 2 bis 3 Grad. Sind alle ganz gut entwickelt, ein bisschen unterschiedlich, weil sie auch unterschiedlich aus der Kühlung herausgekommen. Ich fange mal hier an. Das ist die Variante mit Speck. Die machen wir dann nachher als vorneweg als erste auf. Für die haben wir dann ein Dekor vorgesehen. Einmal Kümmel und Salz, also ein bisschen klassisch. Und einen Teil machen wir, streuen wir ein bisschen Käse drüber. Die nächste Variante wäre hier diese Zwiebelsache. Der ist noch gut gekühlt, der kam als letzter aus der Kühlung. Der wird dann, die Seelen werden wir beim nach dem Aufarbeiten in Käse rollen und dann schön mit Käse komplett am Boden und oben backen. Dann haben wir hier unsere Müsli-Variante, der ist auch schon schön angetrieben jetzt und akklimatisiert. Da, wie gesagt, sind 15% Rosinen und 15% geröstete Haselnüsse mit im Teig. Der wird dann dekoriert, da haben wir uns gerade ein bisschen Sesam und ein paar Dinkelflocken, man könnte auch Haferflocken nehmen, wären sogar vielleicht noch besser, weil die weicher sind, aber die Dinkelflocken hier sind auch okay. Geht ein bisschen um die Optik auch. Und hier haben wir unsere Variante mit den schwarzen Oliven, mit ein bisschen Gewürz, also ein bisschen mediterrane Kräuter drin, Kräuter der Provence und Oregano. Die tun wir nachher nur gerade ein klein bisschen mit dem ungeschälten Sesam bestreuen. Und unsere letzte Variante, den Teig lassen wir noch am längsten liegen. Der ist jetzt aber schon gut entwickelt, wenn ihr da mal drauf schauen wollt. Den wird dann Ulrich als letzten mal noch die Technik zeigen, wie der Teig so von Hand vom Tisch weg abgezogen wird. Ja, dann legen wir gleich los, machen uns auf dem Tisch noch mal ein bisschen Platz. Und fangen mit der Variante Speck fangen wir an. Genau. Und ja, Ulrich legt los. Dekor machen wir auch noch auf die Seite. Ist auch noch weg. So, jetzt, ja, hallo. Jetzt kommt die Sache mit dem Wasser, was für viele ungewöhnlich ist. Wasser in der Backstube ist ja immer so eine Sache. Aber gerade wenn man so genetzte Brot oder diese Geschichten, dann braucht man einfach Wasser zum Aufarbeiten, zum Abstechen. Und so werden wir es hier jetzt auch machen. Ich packe also ein bisschen Wasser auf den Tisch, unseren Arbeitstisch, und nehme diese, ja, muss mal gucken, wie ich das sauber runterkriege, und stürze es einfach hier drauf, nehme das Brett weg. So. Es ist ja so, dass normal, sagen wir mal, so kannte ich das damals aus Memmingen, wurden so 2 Meter lange Bretter genommen, da kam 10 Kilo Teig drauf quasi, der wurde einfach in der Backstube liegen gelassen ein paar Stunden und dann so runtergestürzt. Dann wurde mit einem, weiß ich mal, einem Schaber das so kurz runtergestochen und so. Ne? Aber hier haben wir es jetzt natürlich ein bisschen
kleiner. Wir geben zuerst die Form und dann auch wieder Wasser oben drüber. Also immer viel, mit viel Wasser arbeiten. So, Horst, wenn du jetzt das Blech... So, und jetzt könnten wir das einfach runterstechen. Wir nehmen das also so und dann mit dem Wasser lässt sich das eigentlich auch wunderbar trennen. Ne? So, wir nehmen dann die Seelen, legen sie dann auf den Schluss. Ne? So, ja. Ja, so den Schluss da oben, so quasi die Schnittstelle kann ruhig nach oben schauen. Ja. So, dann haben wir dann. Und ruhig so klein ein bisschen auf Länge ziehen. Ja, ne? Genau. So. Ich hoffe, man sieht das hier auf der Seite noch in der Kamera. So, jetzt haben wir. Wie viel brauchen wir? Dreimal kann man hintereinander, ne? Ja, passt. Also es wird ja nicht gewogen, also man muss schon ein bisschen Übung haben, aber die kriegt man ja auch wirklich mit der Zeit, dass die ungefähr gleich groß sind. Ja, oder wer die Möglichkeit hat, gibt es ja heute auch öfter, dass man auch kleine Gebäcke wiegt und ja, wirklich per Gewicht verkauft. Das ist eigentlich die beste Variante, weil dann jeder Kunde wirklich das Gleiche für sein Geld bekommt. Das ist eine faire Sache. So. Und hier haben wir noch den Anschnitt, auch der weggeschnitten. So, ich mache gerade die Käse-Variante, ja. Ich kann es hier noch ein bisschen mit kübeln. Ja, warte mal, ich muss hier nochmal kurz die Hände das trocken machen. So, Kümmel und Salz ist gleich, Kümmel ist eigentlich nicht jedermanns Sache, aber für ein schwäbisches oder für ein süddeutsches rustikales Gebäck fast unabdingbar. Ja, aber zum Speck passt das ja auch. Zum Speck passt das ja auch gut. Und wie gesagt, die Originalseele, die wird eigentlich mit Kümmel und Salz gemacht. Wir haben hier ein grobes Meersalz, natürlich wäre ein Brezelsalz. Den Käse, den wir hier haben, das ist ein Gouda. Jo. Also ein milder Gouda, ein junger Gouda. Okay, das war schon mal die erste. So, ich merke gerade nochmal mit in die Kamera. Ja. Also jetzt sind sie aufgearbeitet. Und die bleiben jetzt noch mal ein klein bisschen in einer Entspannungsphase, 10 Minuten, 15 Minuten. Die könnten jetzt auch noch eine halbe Stunde liegen. Dann wird das immer noch ein Top-Back-Ergebnis, vielleicht sogar noch besser. Aber wir werden die jetzt noch kurz entspannen lassen und dann gehen die direkt in den Ofen. Backtemperatur können wir nachher noch mal zeigen. Wir backen mal so bei 240 Grad und gucken mal, ob wir die Temperatur durchhalten oder gehen vielleicht dann so runter auf 230 und mit etwas Schwaden. So. Gleichmäßig in Form bringen. Je gleichmäßiger die Form ist, umso besser ist es nachher mit dem Gewicht, mit der Gewichtseinteilung beim Abtrennen. So. Aber wichtig ist wirklich, dass ihr angstfrei mit Wasser arbeitet. Ja. Also der Teig darf im Wasser schwimmen. So. Vielleicht noch einen kurzen Satz zu dem Wort Seele. Das kennt man ja eigentlich im Zusammenhang mit Gebäck ja weniger. Und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, wo das herkommt. Also es ist wirklich so, dass es wohl im Mittelalter so eine Art Armenspeisung war. Und zwar wurde um aller Seelen, das ist der 2. November, wurde dann an die Armen, Seelen diese Gebäcke verteilt. Und daher scheint dieses Wort Seele zu kommen. Man hoffte damit natürlich durch dieses gute Werk auf eine gute Ernte im nächsten Jahr. Und deswegen kommt dieses Wort Seele für Nicht-Schwaben oder ist es eher ungewöhnlich. Ja, man kennt es, dieses ähnliche Gebäck übrigens auch als im Remstal, so als Briegel. Also im Schwäbisch-Gmünder Raum heißen die Briegel, die werden ähnlich aufgearbeitet. Also auch dieses schöne Wort Briegel, Brügel, also wie ein Brügel, so ungefähr, sehen die Gebäcke ja aus und deswegen heißen die auch so. Ja, das ist halt unsere einzige etwas so Richtung mehr süße Variante mit den Rosinen. Und die bekommen jetzt ein bisschen Flocken und Sesam. Das wäre dann also unsere Müsli-Seele. Auch, wie gesagt, kurze Abstehzeit und dann fangen wir an zu backen. Dann sind wir jetzt schon nicht mehr bei dem Originalen. Jetzt sind wir bei den neuen Varianten. Die modernen Sachen. Also, die wir Richtung
Süden und ja, den Oliven geben wir nur noch so ein klein bisschen Sesam als Dekor. Man könnte auch eigentlich auch gar nichts drauf machen, weil hier kommen ja schön die dunklen Oliven mit durch. Aber so ein bisschen Sesam hat immer so ein bisschen kleine nussige Komponente, gerade wenn er außer als Dekor mitgebacken wird. Also auch gerade nochmal zum Draufschauen, das sind dann unsere Olivenseelen. Ne? Kannst du gleich eine Käse reinwerfen? Wirf sie einfach rein und ich setze die ab dann. Oh, auch wieder mit dem Schluss. Eine schöne Ablage. Also je nachdem, wie viel Käse ihr wollt, könnt ihr die ein bisschen andrücken, dann hängt mehr drauf. Oder nur ganz los, dann habt ihr wenig. Das kann man so nach Gutdünken so ein bisschen einstellen. So, dann noch mal kurz zum Draufschauen. Ja, einfach aufs Blech ablegen, ein bisschen langziehen. Und ich muss wirklich sagen, Ulrich kann es noch. Weil das ist die, es ist wirklich die Kunst, dass man einigermaßen das Gewicht hinbekommt, wenn man sie eben lose verkauft. Aber meine Empfehlung wirklich Stückpreis wiegen macht eigentlich Sinn. Aber wer es so kann, wer es so hinbekommt, wer es für sich privat backt, natürlich klar, ist es ja egal. Aber im Verkauf müssen wir schon Seelenteig ohne alles. Das ist jetzt einfach nur eine Seele. Ja. So wie das eigentlich vom Ursprung her gemacht wurde. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Variante, muss ich ganz klar sagen. Ich habe das immer auch mal probiert, also außerhalb von Baden-Württemberg, in Bayern ja auch noch. Aber wenn ihr dann in die nördlichere Regionen kommt, da wird es schwierig, weil diese Technik dort nie verbreitet wurde. Also da muss man auch, wie gesagt, wie beim Brezelschlingen auch eine gewisse Übung haben. Ja, also es ist ja so, man drückt im Prinzip mit der flachen Hand, mit zwei Händen, geht man in den Teig rein und zieht den Teig so raus, zieht ihn weg, natürlich jetzt auch wieder schön nass und hat dann im Prinzip dieselbe Form, etwas ungleichmäßiger, natürlich wie jetzt wie bei dem, mit der Schnitttechnik, aber dadurch wird es natürlich sehr rustikal. Ne? Das ist also, es ist schon... Und dann hat man ja auch dieses, machst du mal? Kannst du einfach das Seil. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe es auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Natürlich ein geübter schwäbischer Bäcker, der jeden Tag seine 1000 Seelen runterzieht, der hat dann auch da mit dem Gewicht mit Sicherheit keine Probleme, immer 100 Gramm zu erreichen. Aber die sind natürlich von der Form und von allem her noch mal rustikaler wie die geschnittene Variante. Naja, wenn der Kollege Hofmann mal da ist, oder Hofmann, der hat 100.000 in seinem Leben gemacht. Bei dem geht das wie bei der Maschine. Ja. So. Ich hoffe, dass wir einigermaßen haben wir es so. Ja, ne? Habe ich meine Hände geeicht. Halt, neues Blech. Und die bekommen jetzt traditionell eigentlich immer Salz und Kümmel. Mag natürlich auch nicht jeder. Wir machen ein Blech mit Salz, Kümmel und eins mache ich mal nur mit Sesam, weil es mag halt nicht jeder Kümmel. Gut, ja, ihr seht, also es sieht schon sehr rustikal aus, das Ganze. Aber gerade das Rustikale ist ja eigentlich das, was am meisten... die Leute begeistert, nicht alles uniformiert, nicht alles maschinell, sondern halt diese Handwerkskunst, die wir ja uns immer wieder auf die Fahne schreiben. Das müssen wir noch zeigen, wie wir den Tisch sauber machen. Thank you.
Das Backen unserer Seelen ist beendet und das Ergebnis liegt hier vor uns auf dem Tisch. Wir sind mehr oder weniger ganz zufrieden. Ich meine, für das Thema Dinkel und ohne Emulgator und alles mit langgeführtem Teig, ja, die sehen schon mal ganz gut aus. Wir haben natürlich zwischendurch auch schon ein bisschen dran genascht und meinen, die schmecken auch alle ganz gut. Richtig. Und die Rezeptur habe ich im Moment nur noch handschriftlich, aber die wird in Kürze direkt noch einmal schön sauber fein rausgeschrieben. Wir wollten noch mal ein bisschen korrigieren mit so kleinen Mengen von Zutaten. Und das gucken wir uns jetzt auch gerade gemeinsam an und fällen jetzt noch Entscheidungen, ob wir eventuell Zwiebel mehr, weniger oder Rosinen oder mit unseren Zutaten richtig liegen. Ihr habt das dann unter dem Video verlinkt und könnt dann da reinschauen. Aber jetzt gucken wir zuerst mal, was wir heute hier auf dem Tisch liegen haben. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Hier ist die Variante mit Haselnüssen und Rosinen, also so ein bisschen unsere süße Variante. Also ich nenne die ganz gerne Müslibrötchen oder ja, wie auch immer, auch ein Pilgerdinkel wäre auch vielleicht ganz nett, weil das ist so ein Gebäck, das kann man wirklich aus der Hand heraus essen oder da ein Stück Butter drauf. Das ist gigantisch, also wirklich toll im Geschmack. Dann haben wir hier unsere Zwiebel-Käseseele. Ja. Die ist ein bisschen durch den Käse leicht breit gelaufen, schadet aber hier überhaupt nicht. Ist auch sehr softig, weil die kann man natürlich auch nicht so lange backen, sonst verbrennt der Käse und wird bitter. Aber auch hier, und dadurch, dass der Käse auch am Boden ist, haben wir natürlich da auch ein wunderbares Aroma über die Kruste. Und das hellere oben, das macht was und das wäre auch ein toller Snack. Eigentlich freie Wahl bei Belag, sage ich mal. Auf jeden Fall wird das auch eine schöne Basis. Hier kommen wir dann zu der, was Ulrich euch gezeigt hat. Ulrich, komm mal ein bisschen in die Mitte, dass man dich auch sieht. So, ja. Du bist ja hier die Originalseele quasi, ne? Also von Hand abgedrückt oder von Hand gemacht. Ja. Und ja, die sind also wirklich sehr schön. Die haben auch eine schöne fleckige Oberfläche dann mit diesen Blasen. Die sollen ja auch so ein bisschen so sein. Das ist also gewollt hier, ne? Dass sie ein bisschen Blasen werfen. Mhm. Und diese Blasen auch so abgebacken und so ein bisschen. Sollen wir es schon anschneiden oder machen wir gleich. Machen wir gleich. Vielleicht, wir bleiben noch ein bisschen außen, wenn wir die prüfen, bei der Optik und auch bei das, was wir sehen, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, die haben eine bisschen andere Form wie die abgestochen sind. Mhm. Bei den Abgestochenen sieht man hier so klein bisschen noch die Fläche, aber der normale Verbraucher wird da jetzt das nicht so zur Kenntnis nehmen oder weiß ich auch nicht. Und hier haben wir dann doch, wenn man es die anschaue, eine schöne runde Form mit einer schönen leichten Taille hier, die hell ist und eine schöne gefärbte Bode. Also das ist wirklich eine Seele, ja, richtig viel besser machen kann man die nicht. Und wir schneiden die nachher mal an und schauen uns das Innenleben an. Auch das ist natürlich wunderbare Basis für Snackartikel. So eine Seele. Das, Allgäuer Käse, ja, also das gibt das hier. Emmentaler, ja. Das ist dann schon was. Ne? Ja, hier oder Käse oder Schinken leicht drauf. Hier kommt dann die deftige Variante, das sind dann diese Schinkenseelen. Da war jetzt ungefähr, das sind 20% Speckanteil auf Teig. Und dann auch nochmal so, hier der Käse nicht komplett, sondern der Käse nur aufgestreut. Ist auch eine schöne Variante, schon eine sehr deftige Variante. Das isst man natürlich einfach so aus der Hand. Ist halt pikant, hat natürlich diese Räucheraroma von dem Speck. Das macht natürlich also so eine Art Schinkenspeck ist da drin. Und die hier, die sind noch fast heiß. Das sind die mediterrane Ausrichtung, sage ich jetzt mal, mit den Kräutergewürzen, also mit Oregano und mit Kräuter der Provence. Und da ist jetzt auch ein Anteil 20% dieser schönen dunklen, also schwarzen Oliven mit drin. Die schneiden wir erst am Ende an, weil die sind wirklich noch gut handwarm. Und wir fangen mal hier wieder auf der rechten Seite an, bei unserer Müsli-Variante. Also von außen, Spezialität würde ich sagen, volle Punkte würde ich nicht dran abziehen wollen. Und jetzt gucken wir mal da rein. So, wenn ihr euch das Bild hier drinnen anschaut, würde ich hier sagen, die Rosinen und Nüsse, das sieht gut aus. Ne? Und hier wirklich nur ein Stück Butter drauf, das ist wirklich ein Gaumenerlebnis. Also so ein Müslibrötchen oder wenn ihr sowas macht, also als Seele, eine Müsli-Seele oder
Namen könnt ihr eigentlich dem Produkt geben, wie ihr das wollt. Das ist gigantisch. Also das ist ein toller Artikel. Ich kann nur empfehlen, in so eine Richtung auf jeden Fall was mitzumachen. Und der Teig schön feucht, schwammig. Mhm. Wenn man da reinriecht, hat man auch schon gleich das Aroma der schönen ganzen Haselnüsse, die da mit drin sind, geröstet. Also ich bekomme die hier in jedem Einzelhandelsgeschäft auf der Insel. Geröstete Haselnüsse, das essen die Spanier hier ganz gerne so auch als Snackartikel. Direkt so zum Kaffee oder zu wie auch immer. Aber geröstete Haselnüsse können wir entweder selbst machen oder können die auch in Deutschland, glaube ich, geröstet kaufen. Ja. Also, ja. Ja. Wollen wir mal probieren noch? Ja, klar. Kleiner Test. Mal einmal. Ja. Es harmoniert. Ne? Genau, es darf halt einfach auch nicht zu wenig sein. Also nee, wenn man sich da gesund sparen will, dann ja. Ist dieser Artikel auch schnell tot. Den kann man aber garantiert auch richtig für gutes Geld verkaufen. Der ist sein Geld auch wert. Mhm. Und das wird jeder Kunde wird für sowas auch gerne was zahlen, weil das findet man jetzt nicht in jedem Regal im Discounthandel oder sowas. Da gibt es sowas nicht. Okay, dann gehen wir mal zu der Zwiebelvariante. Wäre vielleicht ganz interessant jetzt, wenn mal die Weinlesezeit kommt, vielleicht nur so als Aktionsartikel. Wie gesagt, das ist sehr softig durch den Käse und die Zwiebel machen auch weich. Aber auch hier würde ich sagen, schönes Porenbild. Man sieht, da ist was drin. Ne? Auch hier mal eine Geschmacksprobe. Eine leichte Umstellung jetzt von Nussrosine auf Zwiebel. Aber trotzdem eine süße Note hat das ja auch mit den Zwiebeln. Eine leicht süße Note durch die Röstzwiebeln. Ja. Und da stelle ich mir jetzt gerade so einen richtig schönen Südtiroler Speck dazu. So das würde noch dazu passen. Das wäre wirklich eine Geschmacksexplosion. Mhm. Legen wir auch mal auf die Seite. Mhm. Jetzt dann zu unserer originalen Seele. Nehmen wir gerade die hier. Schneide ich auch mal durch. Ja. Würde, muss ich jetzt sagen, auch noch ein bisschen grobporiger gehen. Aber wir machen mal noch eine zweite. Aber wir wollen jetzt auch nicht hier in die französische Richtung gehen. Die sieht jetzt ein klein bisschen mehr aus mit unruhiger Porung. Aber eine tolle Krume mit viel Aroma. Und wer jetzt da mehr noch eine gröbere Struktur in der Krume haben möchte, der muss einfach die Verweilzeit seiner Teige, bevor er kühlt, noch verlängern. Wir haben gestern eine Stunde Teigrube gemacht und sind dann mit den Strängen in die Kühlung gegangen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will das aber, ich finde die gut, aber gerne noch ein bisschen gröbere Porung, noch mehr Löcher, dann macht ihr einfach anstatt eine Stunde Raumgare, also Teigruhe, einfach zwei Stunden. Und wenn es sein muss, sogar drei Stunden. Und geht dann erst in die Herrichtung der Stränge und dann in die Kühlung. Und dann habt ihr nochmal ein ganz anderes Porebild. Aber ich bin eigentlich so zufrieden, ich brauche nicht viel mehr Löcher da drin. Und da muss ich jetzt wieder an die Schwaben denken, die sagen auch, ich will ja, dass die Butter da drauf bleibt, damit durch die Löcher fällt. Ja, also von daher bin ich absolut einverstanden damit. Aber wie gesagt, wer es gröber möchte, das wäre der Lösungsvorschlag. Dann längere Teigruhe nach der Teigbereitung. Und dann vielleicht den groben Fleischkäse da rein. Ja. Einen schönen, warmen, groben Fleischkäse. Dann ist wirklich ein Genuss. Vielleicht nochmal kurz überbacken. Toll. Naja. Toller Snack. Jetzt sind wir bei der Speckvariante. Die haben wir nicht ganz gerollt. Da ist der Käse praktisch nur gestreut. Und Entschuldigung. Hier war gestreut. Hier haben wir gerollt. Hier sieht man am Boden ja auch. Ne? Hier ist der Käse mitgebacken. Das gibt der Boden da unten. Der bringt natürlich den absoluten Geschmackskick bei dem Produkt. Und hier sieht man auch schön den... Das ist so ein Kochspeck hier. Also ich kenne mich jetzt in Spanien hier auch nicht so ganz aus mit den Fleischerzeugnissen. Aber den habe ich immer gerne, weil der hat so ein tolles Raucharoma. Das ist so eine Art gekochter Schinken, nochmal geräuchert. Ja, und er sieht hier auch die Farbe. Ich weiß nicht, ob man sowas in Deutschland bekommt. Aber ein schöner, gut durchgewachsener Speck.
eventuell sogar ein bisschen angebraten in der Pfanne und dann mit rein. Das gibt dann auch natürlich einen tollen Geschmack. Ja. Also sowas in der Richtung riecht auch gigantisch. Also da braucht man dann wirklich nichts mehr dazu. Das ist alles schon drin. Ja. Also das ganze Profil des Geschmacks gleich mitgeliefert. So, und jetzt noch zu unserer mediterranen Geschichte. Gut, hier werden wir von der Aromatik noch nicht so viel spüren, weil sie einfach noch zu frisch sind. Aber ich schneide von der Optik her, ist die auch für mich in Ordnung. Hier auch wieder 20% Anteil Oliven. Die Oliven sind mit einem sehr guten Olivenöl so ganz bisschen einfach noch einmal eingeweicht, damit die Gewürze schön dran hängen bleiben und dann einfach nur unterziehen in den Teig. Und die sehen natürlich auch sehr schön aus. Tolles. Also wer Oliven mag, wird diese Seele natürlich auch mit. Das riecht jetzt schon von der Entfernung total. Also da vielleicht auch darauf achten, dass es gute Oliven sind. Ich weiß, in Deutschland gibt es so Feinkosthändler, wo man auch diese Oliven schon so eingelegt mit Öl, mit Gewürzen bekommt und sowas vielleicht hernehmen und auch da bitte nicht sparen, ruhig was reintun und lieber ein bisschen mehr Geld verlangen. Und ich mag zum Beispiel Olive sehr gern. Mir wird es schmecken, das weiß ich jetzt schon. Ja. Auch hier braucht man nichts mehr. Und wenn, dann würde ich hier das leicht antoasten und dann nochmal ein warmes Olivenöl drauf träufeln und dann hat man den Hochgenuss. Das stimmt. Ja. Ja, das war unser Programm heute. Ulrich, herzlichen Dank, dass du Gast hier bist. Darfst länger hier bleiben? Danke, ich werde auch noch länger hier bleiben. Ich mache noch ein bisschen Urlaub jetzt wieder. Habe jetzt meinen Urlaub unterbrochen, aber hat mir sehr viel Freude gemacht, das Horst heute zu backen. Und da kommen wirklich alte Erinnerungen wieder hoch. Und vielen Dank, Horst. Und herzlichen Dank an euch alle, dass ihr uns zugeschaut habt. Und gerne backt das nach. Wir können es euch nur empfehlen. Das sind Spezialitäten. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber das sind auch Sachen, die euch wirklich Kundenbindung bringen, weil es einfach Sachen sind, die man nicht um jede Ecke auf Deutsch gesagt findet. Und von daher, ich möchte euch bestärken, backt das nach, probiert's und Rezeptur wird noch angehängt und dann könnt ihr gleich loslegen zu Hause. Herzlichen Dank nochmal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.